Hi. Short questions in the beginning. Do we have any non-German speakers in the audience? Okay, so we can switch to German, basically. Okay, das macht's ein bisschen einfacher. Aber Englisch wäre auch gegangen. Hi, zum zweiten Bahn-Talk heute. Neue Leute im Raum. Dieser Bahn-Talk ist nicht so umfangreich wie der erste. Wir beschäftigen uns nur mit einer API und auch nur mit einem kleinen Teil dieser API. Wir werden ein paar Zugriffe auf die API zeigen. Es ist nicht ganz klar, wie die Dokumentation ist. Es ist sehr schwer, daran zu kommen. Man muss sich auch sehr viel zusammensammeln, weil es sehr komplex ist, aber und weil es die Bahn ist. Aber wir wollen einen kleinen Einblick liefern, was man damit machen kann und vor allem, was man mit, wenn man Daten sammelt, was man eigentlich damit machen kann und was man statistisch auswerten kann. Ein bisschen vorweg, wir sammeln seit circa einem Jahr Daten von der Bahn, alle 5 Minuten. Was das genau für Daten sind, gehen wir gleich drauf ein. Was ist eigentlich passiert? Und zwar ziemlich genau vor einem Jahr auf der MMCD, auf der MMCD 14, haben wir uns zusammengesetzt und haben uns das angeschaut. Ich denke, ein paar Leute kennen es, das ist der Zugmonitor, mit allen Optionen jetzt gerade angeschalten, um zu sehen, was so existiert. Wir wollten wissen, ob man an die API dahinter, muss man ja rankommen, es ist ja JavaScript, es ist eine ganz normale Karte. Und das Interessante ist, da sind Verspätungen, es sind die Zuginformationen, es sind Haltestellen, positionsgenau, es sind Klassifizierungen und so weiter. Die API, die dahinter steht, ist von Hakon, das ist Hafas. Wird relativ häufig eingesetzt. Wer wissen will, wo genau, im Nahverkehrs-API davor gab es einen, ich weiß nicht, ob die Slides zumindest zum Teil online sind dann, aber man kann sicher Dev0 nochmal ansprechen. Aber was kann man mit dieser API eigentlich jetzt gerade alles machen? Das ist der erste Call, der eigentlich gemacht wird, wenn diese Karte aufgerufen wird. Und zwar Server Time. Der Client fragt an, wie sieht denn eigentlich die Uhrzeit auf dem Server aus? Man sieht schon, wird auf carryLiveMac.exe zugegriffen, auf irgendein DNY. Y heißt in dem Fall, dass JSON zurückgegeben wird. DN würde zur Bahnseite verlinken, also... Ah, okay. Ein bisschen mehr Information. Was? D steht für Deutsche Bahn und N ist für normal. Habe ich gerade von Dev0 gehört. Wenn man da auch irgendwas weglässt, würde jetzt auch nicht mehr die Daten zurückkommen. Das heißt, nicht so ganz klar, was bedeutet. Interessant ist ihre Art, wie sie Variablen übergeben. Ein Type und Server Time. Man wird später sehen, das wird relativ häufig verwendet. Aber Zeit ist eigentlich erstmal ziemlich uninteressant, kriegt man ja auch so. Interessanter ist da beispielsweise schon die Stations. Man kriegt alle Bahnhöfe und zwar ziemlich exakt. So sieht Abfrage für alle Bahnhöfe aus. Wieder Variablen, Stop, Wait, Yes, nur Haupt, Must, Yes, was auch immer nur Haupt, Must ist. Wenn man es weglässt, dann fehlen Dinge. Das liefert mir ein JSON zurück mit allen Bahnhöfen, inklusive ihrer Position. Wir haben uns gedacht, cool, das könnte man in OpenStreetMap reinpipen, dann hätten die alle Bahnhöfe mit ihren exakten Positionen. Stellt sich raus, die sind schon in OpenStreetMap drin. Und zwar exakt. Jetzt ist die Frage, wer hat von wem die Daten übernommen, aber es sind exakt die gleichen. Prots steht in dem Fall, ob es ein Fernbahnhof ist oder ob es ein normaler Bahnhof ist. Das sind so einzelne interne Variablen, die man ein bisschen ausprobieren muss. Das ist aber auch noch nicht so ganz so interessant. Interessant geht es mit den Zügen los. Man kann eine History von einem Zug abfragen. Das bedeutet, ich kriege
als erstes die Position des Zuges zurück, wo er war, also welche Strecke er gefahren ist, inklusive welche Stops er hatte. Okay, das heißt, ich habe eine Geschichte von dem Zug. Ich weiß nicht, wann er da war, aber ich weiß, dass er da mal war. Man muss dazu sagen, dass diese GPS-Koordinaten von den Zügen berechnet sind. Wer den Talk vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren gesehen hat über die Bahn auf dem Kongress, da wurde darüber geredet, dass es bestimmte Punkte gibt, an denen Züge registriert werden. Und an diesen Punkten wird definiert, wo der Zug dazwischen sein muss anhand der Zeit. Das bedeutet, wenn man sich diese Live-Karte anguckt und man hat jemanden, der in dem Zug sitzt und man betrachtet diesen Zug, dann kann es vorkommen, dass der einfach irgendwann mal weg ist und springt, weil er plötzlich über einen Punkt drüber gefahren ist und wieder die aktuelle Position hat. Das heißt, diese Positionen sind nicht immer ganz exakt, aber sie sind näherungsweise exakt. Aber wir haben jetzt zumindest mal so eine Geschichte von dem Zug. Es wäre aber viel interessanter, wenn ich jeden Zug hätte an der jetzigen Position. Auch das kriegt man mit Single Train, Single Train to JSON. Dann kriege ich einen Zug zurück mit seiner aktuellen Position und noch ein paar Informationen, was es für ein Zug ist, welche EFA-Stoppnummern es sind, wo er zuletzt war, an welchem Stopp und so weiter, aber welche Delays er hat und so weiter. Das ist auch schon interessant, aber wenn man sich überlegt, dass auf der Strecke von der Bahn oder in Deutschland sind so 2000, 3000 Züge unterwegs. Wenn ich jetzt alle 5 Minuten 2000 Anfragen an den Bahnserver stelle, dann wird er das nicht lange mitmachen. Der hat schon Probleme manchmal mit einer. Deswegen hat sich auch die Bahn gedacht und die zeigen ja auch irgendwie alle Züge an. Also nicht ganz alle, da muss man ein bisschen tricksen, aber man kann eine Bulk-Anfrage stellen. Man kriegt ein bisschen mehr Daten zurück natürlich. Wenn man das mal ein bisschen sortiert, dann sieht das Ganze so aus. Das ist jetzt ein Zug rausgenommen, der IC 60457. Irgendwelche lustigen Mehrwerte, was das Dictionary dazwischen ist, was die Liste dazwischen ist, keine Ahnung. Haben wir nicht rausgefunden, aber der Rest ist relativ klar. Also diese Liste wird auch nirgends verwendet. Aber es sind keine Positionsdaten drin. Also man möchte meinen, da oben sind Positionsdaten, aber wenn man das mal als Geokoordinaten nimmt, dann landet man irgendwo in Afrika. Aber da müssen Positionsdaten mitgeschickt werden, weil es die einzige Anfrage ist, die gemacht wird. Um mal zu sagen, was da so alles drin ist, sieht nämlich so aus. X- und Y-Koordinaten müssen drinnen sein. Es gibt irgendeine Richtung, also eine Richtung, in welche Richtung der Zug überhaupt fährt. Product Class, also was für ein Zug es ist. Ist es eine Regionalbahn, ist es ein ICE? Ist es, das heißt, wir können da auch noch ein bisschen klassifizieren. Die Verspätungen, Stoppnamen und dergleichen. Ganz normal. Z-Path Flags hat einen Wert. Genauso wie Additional Type. Also es gibt halt keine Dokumentation darüber, deswegen es ist nicht so ganz klar, was sie damit meinen. Ist uns auch nicht so wichtig. Das Einzige, was uns an dem Punkt eigentlich interessiert, ist die X-Koordinate, die Y-Koordinate und der Delay. Weil, wenn wir das haben, dann können wir solche coolen Karten erstellen. Dann können wir definieren, an welchem Punkt der Zug welche Verspätung hatte oder bekommen hat. Wir haben nur ein Problem. Die Daten, die wir haben, sind keine Lat-Long-Koordinaten. Irgendwie encrypted. Wir haben aber ein was Cooles. Die dekrypten die im Frontend. Ja, ein bisschen JavaScript-Source zerlegen, kommt man auf sowas. Sie berechnen irgendeine CKV, Check-Value wahrscheinlich, und dann wird irgendeine Verschiebung gemacht. Also nichts Weltbewegendes, es ist einfach nur standardmäßig abzuhandeln. Aber das Coole ist, wir kriegen Koordinaten raus und wir können solche Karten machen. Das geht sogar noch weiter. Wenn man das über viele Züge macht, dann können wir sogar solche Karten generieren. Oder wenn wir noch weiter gehen,
Das ist übrigens über 6 Monate. Wenn wir noch weitergehen. Wo ist es hin? Es verschiebt es in den Hintergrund. Ich wollte jetzt cool sein. Fullscreen und auf 3. Nein. Ha! Dann können wir sowas machen. Das sind GIFs berechnet, oder das sind Bilder berechnet aus jeweiligen Positionen. Oben sieht man eine Lok, die durchläuft, welche Uhrzeit es ist und so weiter. Das kann man natürlich auch noch machen mit Verspätungsdaten, die sind da jetzt noch nicht mit drinnen. Wir haben das Gleiche auch nochmal während des Streiks gemacht. Während eines Streiks im November. Es wäre sonst ein bisschen... Nein, die Koordinaten stimmen. Man sieht Züge, die sich außerhalb Deutschlands bewegen, aber man sieht die Delays nicht. Sobald sie die deutsche Grenze verlassen, werden die Delays auf Null gesetzt, beziehungsweise werden sie gelöscht komplett. Das heißt, wir können den... In der Schweiz ist alles pünktlich. So kann man es natürlich auch betrachten. Ich habe jetzt gesagt, wir haben über ein Jahr lang Daten gesammelt. Alle 5 Minuten, alle Züge. Das heißt, es sind pro Tag 2000 Züge, glaube ich, auf der Strecke. Irgendwas 2500, ich weiß es nicht ganz genau. Was kommt denn da überhaupt eigentlich zusammen? Wir liegen bei 160 Millionen Datensätzen. Und ich übergebe mal an Mike, weil der das komplett aus diesem seltsamen JSON-Format raus extrahiert hat. So, gut. Also wir haben 160 Millionen Daten in einem Jahr gesammelt. Sind nicht ganz alle. Wir haben mal so ab und zu mal eine Woche, wo der Server einfach mal ausgefallen ist, passiert und der war nicht so wichtig, also hat es keiner mitbekommen. Die sind dann als JSON gelagert. Man könnte es runterbrechen, sind ungefähr 80 Gigabyte. Nicht so schön, wenn man was suchen will. Schon gar nicht, wenn man über das ganze Jahr suchen will. JSON, 80 Gigabyte. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange da irgendwie ein C-Programm oder ein Python-Programm drüber suchen würde. Und wenn er dann noch eine Abfrage macht, die was Falsches liefert, dann könnt ihr nochmal. Und nicht so geil, also was macht er mit den Daten? Vielleicht irgendein SQL-Server, so MySQL, Postgres, nein, performt nicht, performt überhaupt nicht. Was macht man also? Man sucht sich was man kennt, was super geil performt und schön fix ist. In dem Fall Elasticsearch hat einige ordentliche Vorteile, das lässt sich super clustern, also ihr braucht fast keine Konfiguration, ihr werft da einfach einen Server hin und noch einen und dann sagt er den einen Clusternamen und sagt denen, wohin sie verbinden sollen und fertig. Und es funktioniert auch mit echt vielen Daten. Also die 160 Gigabyte problemlos. Wir haben also die gesammelt, wir haben sie nochmal normalisiert in einem Python-Programm, die Koordinaten gefixt, noch ein paar andere Sachen angepasst und das gespeichert. Wir haben jetzt 80 Gigabyte Daten und importieren die nochmal mit einem Python-Programm, einfach weil Convenience, in den Elasticsearch. Das funktioniert ganz gut. Ein Problem am Elasticsearch ist, wenn man einmal das Ding importiert hat und irgendwie feststellt, oder ist ein Format nicht richtig, oder habe ich was als falschen Typ importiert. Nochmal. Das ist bei den ein Jahr Daten, sind das ungefähr 12 Stunden, was man braucht, bis es importiert ist. Unter optimalen Bedingungen, wenn man dann standardmäßig zum Beispiel noch solche Sachen wie Replikas anhat, die vernünftig sind, wenn man mehr als 2 Server hat, weil man dann über mehrere Server suchen kann, das heißt, es wird verteilt, die Suchlast, dann dauert es länger, weil der beim Import gleich noch die Replikas schreibt. Das heißt, ihr habt die Importlast und ihr habt gleichzeitig die Replikationslast. Das beansprucht die Server schon ganz gut.
In unserem Fall sind es momentan 3 Elasticsearch Server, ganz billige virtuelle Maschinen, die kosten uns jeweils 7 € im Monat. Braucht ungefähr 40 GB auf jedem Server für den Elasticsearch-Datensatz. Die haben auch nur 2 CPUs, ganz billige i7s drin, nicht mal sehr aktuelle. Und davor sitzt dann noch ein Nginx und ein Kibana. Kibana ist auch von den Elastic-Leuten ein Frontend. Da kann man drauf suchen, kann Queries festlegen, hübsche Graphen dazu machen. Seht ihr dann auch später noch was dazu. Und der Nginx hat noch einen zweiten Vorteil. Wir können den Elasticsearch, der es von Haus aus nicht anbietet, wenigstens mit einer Basic-Out versehen. Was, wenn das Ding im Internet steht, schon ganz günstig ist, weil ansonsten bekommt man so E-Mails vom BSI, hey, du hast einen offenen Server, mach den doch mal bitte zu, das ist echt gefährlich für dich. Ist wirklich so, habe ich bekommen. Macht Sinn, weil ansonsten, das ist eine offene HTTP-API, was da drauf läuft. Irgendjemand schickt euch einen Request mit curl-d-delete auf die URL-Stern und eure Daten sind weg. Auf einmal. Hat den Vorteil, man kann natürlich auch, wenn man was neu importieren muss, das gleiche machen. Ja. So sieht momentan unser Cluster aus. Ihr seht, ich bin grafisch nicht der Beste, aber zumindest kriege ich den Cluster so zusammengebaut. 3 Elasticsearch-Instanzen, jeweils eine auf einem Server. Die reden alle miteinander. In dem Fall, weil ich vertraue dem Netz nicht, ist noch ein VPN dazwischen jeweils. Der Nginx hat in seinem Upstream auch nochmal jeden einzelnen Server. Das heißt, der Nginx als Frontend kann auch gleich noch ein bisschen Load Balancing machen. Und der Kibana redet mit dem Nginx als Elastic Frontend. Ist ja alles nur HTTP, funktioniert also super. Ja, und so performt das schon ganz gut. Man muss sich dann ein bisschen Gedanken machen, was will ich mit den Daten machen, wie will ich sie da reinladen, weil Elasticsearch kann zwar performant sein, muss es aber nicht, wenn man die Daten falsch reinlädt. Man muss immer bedenken, wenn so ein Index drin liegt, dann, wenn er drauf sucht, lädt er das Teil eventuell ganz in den RAM. Und bei, sagen wir mal, 40 GB Daten, was es hat, wenn ich das alles in einen Index pumpe, dann spätestens nach einer halben Sekunde kriege ich bei 3 GB RAM, was ich maximal gebe, eine Out-of-Memory-Exception und mein Server stürzt ab. Bei uns ist es so, wir haben einen Index pro Tag. Das sind dann so 200 bis 500 MB, je nachdem, wie gut sich die Daten komprimieren lassen. Jeweils 2 Shards, das heißt, die Datensätze sind verteilt auf 2 Server und für jede Shard gibt es nochmal ein Replika. Das heißt, ich habe eine gewisse Redundanz, ich kann auch meinen Server durchstarten und alles läuft immer noch weiter. Was auch ganz witzig, interessant und wichtig ist, sind die Mappings im Elasticsearch. Ich kann zum Beispiel solche Sachen machen wie not analyzed, dann wird es nicht weiter angeguckt, wird nicht zerteilt. Ich kann es aber immer noch durchsuchen. Oder auch relativ in der Mitte, Location. Elasticsearch hat einen riesen Vorteil, und zwar, es kennt den Typ Geopunkt. Damit kann man dann auch solche schönen Karten machen, wie die Heatmap eben zum Beispiel, die kam direkt aus dem Kibana raus. Ja, dann noch ein paar andere Performance-Sachen, wie das so Norms Enabled Faults oder die Precision auf 3 Meter bei den Geodaten. Mehr braucht man nicht, also standardmäßig sind es, glaube ich, auf irgendwie 0, Meter und so genau kriegen wir die von der Bahn eh nicht. Ja, was fällt raus mit praktisch nichts dafür bezahlt? Relativ gute Ergebnisse, also wenn wir unter 2 Wochen ein Datenset durchsuchen, bleibt es unter einer Sekunde. Wenn wir über das komplette Jahr suchen, komplexere Suchen machen, auch mit Wildcards, sind wir bei etwa einer halben Minute.
Das ließe sich sicherlich mit mehr Servern optimieren. Ansonsten ist das aber, denke ich mal, ganz okay für 160 Millionen Datensätze. Jetzt haben wir dann noch so ein paar seltsame Sachen entdeckt, was aus den Daten dann im Kibana rausgefallen ist. So zum Beispiel negative Verspätungen, also nicht so, wie vorhin im Talk erwähnt wurden, so 2 Minuten oder so, was vielleicht ein Regionaler sagen würde, sondern wirklich richtig heftig negative Verspätungen, so 2500 Sekunden, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil kein Zug kommt 3, 4, 5 Stunden früher an. Das sind ungefähr auf dem ganzen Jahr jetzt gewesen 3000 Elemente und davon aber nur 800 einzelne Züge tatsächlich. Und dann auch noch hohe Delays mit über 30.000 Minuten. Also wenn, falls irgendjemand von euch schon mal mehr als 3 Wochen auf einen Zug gewartet hat, sagt es mir bitte, dann weiß ich, dass die Daten reell sind. Ansonsten es sind wirklich auch seltsame Daten, weil die alle sich bei 32.780 ungefähr clustern und dann wieder relativ weit runtergehen, also so bei 7.000, 8.000, teilweise nochmal ein paar. Also die Frage war, ob es unterschiedliche sind. Es sind unterschiedliche, ja, aber die haben alle relativ nahes Spektrum und dann kommt eine lange Zeit nichts und dann kommt wieder irgendwie ein kleiner Cluster mit relativ nahen Verspätungen. Ja, was könnte man jetzt noch machen mit den Daten? Hafers haben wir gehört, wird bei einigen eingesetzt. Die Live-Map, die wir exploiten, tatsächlich auch. Das ist eine, was war das für eine Firma? Irgendeine deutsche Firma, die das anbietet, war auch von Hacken. Die ist auch fast überall gleich. Andere Anbieter haben sogar noch den Vorteil, die encrypten ihre Positionsdaten nicht. Das heißt, die fallen da direkt raus. Und da wäre wahrscheinlich dann der Punkt, dass man sich da auch noch andockt. Da ist zum Beispiel München mit dabei, mit den S-Bahnen. In der Schweiz, nee, in der Schweiz war es nicht. Österreich sind auch noch ein paar Sachen, die da rausfallen würden. Ja, und vielleicht mal noch den einen oder anderen Server dazustellen, dass ihr dann auch mal drauf suchen könnt, wenn ihr wollt. Gut. Jetzt kommen wir mal zu einem Fun-Part, und zwar die Auswertungen. Wir haben über ein Jahr ausgewertet. Delays averaged per day. In der Mitte seht ihr dieser große, da fehlen uns einfach eine Woche Daten. Ist nicht so dramatisch. Wer errät denn, was das hier ist? Dieser große Spike. Um ein bisschen zu helfen, ist es der 31. März. Da war Niklas. Das war der Orkan Niklas, wo es so krasse Verspätungen gab. Genauso hier hinten, diese großen Delays, das sind alles irgendwelche Unwetter, wo die Average Delays hochgegangen sind. Auch nicht so viel, also von 2 Minuten auf 7 Minuten im Durchschnitt über alle Züge. Man muss noch dazu beachten natürlich, dass Züge ausgefallen sind. Das weiß ich nicht genau, wie viele. Das ist wieder in Iris vielleicht drin. Aber das ist schon mal sehr interessant, wie sich so die Average Delays verhalten. Das kann man jetzt noch mal ein bisschen schöner angucken, wenn man sie aufsummiert. Da sieht man die Spikes ein bisschen deutlicher, die einzelnen, aber es ist der gleiche Effekt. Machen wir später ein paar Fragen. Was auch sehr interessant ist, ist, wenn man sich die Unique Trains, also wenn man sich die einzelnen Unique Züge pro Tag anschaut, das ist jetzt über 6 Monate betrachtet, deswegen ist auch da hinten erst das Ding, der Einbruch. Diese einzelnen Einbrüche hier, die sind alle im 7-Wochen-Rhythmus, 7-Tage-Rhythmus. Das hier sind Wochenenden. Das heißt, das würde auch erklären, warum die Nachricht, dass die Züge gepackt sind, am Sonntag sehr stark ist, weil eben am Sonntag weniger Züge fahren. Also Samstag, Sonntag. Diese ganz starken Einbrüche, es sind teilweise Streiks, das müsste man jetzt genau vergleichen. Wir haben gesehen bei einzelnen Streiks, dass am Streiktag noch nicht so viel passiert, am Streikbeginn. Am nächsten Tag bricht es rasant ein.
dann bleibt es sehr tief und dann geht es wieder hoch. Also erst dann erholt sich das Ganze wieder. Es gibt eine Ausnahme und das ist diese hier. Hier war ein Streikbeginn. Das ist Streik und hier irgendwo hat er, glaube ich, aufgehört. Da spiked das mal ganz kurz auf, insgesamt über 60.000 einzelne Züge. Es ist nicht so ganz klar. Ich habe vorhin mal gehört, dass vielleicht die Züge irgendwo abgestellt wurden und wieder neu sortiert werden mussten in Deutschland oder sowas und dadurch halt sehr viele Züge gefahren sind kurzfristig. Warum da jetzt einzelne viele Züge gefahren sind, ist nicht so ganz klar. Was wir auch gemacht haben, wir haben bei Type sortiert. Das heißt, wir haben uns mal angeguckt, wie sind denn überhaupt die Verspätungen pro Zugtyp. Das ist jetzt auch über ein Jahr betrachtet. Interessant ist, dass die ECs irgendwo bei 27 Minuten sind. Im Durchschnitt, muss man dazu sagen. Die ICEs fallen gar nicht so schlecht aus und RBs, wahrscheinlich kommen da aber noch andere Produktklassen mit rein. Das war im letzten Talk auch viel, viel genauer aufgeschlüsselt, weil wir die Produktklassen nicht so genau haben. Das sind die einzigen, wir können das nur so gliedern. Ich habe mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, wir schauen uns jetzt nochmal direkt Kibana an, also wirklich auf den Live-Daten, dann können wir nochmal ganz andere Auswertungen fahren, wenn jemand Ideen hat. Was wir auch in dem Zuge machen wollen, wir haben beides geöffnet, unter kibana@ilikeTrains.de und elastic.ilikeTrains.de. Jeder kann auf Elastic zugreifen, es geht alles bis auf die Deletes und sonstige Veränderungen. Kibana genauso. Das heißt, man kann Selects auf jeden Fall machen. Sollte nicht. Es ist nur Elastic. Schauen wir uns gleich nochmal an. Aber Kibana auf jeden Fall sollte funktionieren. Wer den Source will, wir haben ihn hochgeladen unter unserem Joint-Account unter Trainspotter. So haben wir die Software genannt. Da ist sämtliche Schnittstellenbeschreibungen dergleichen und Calls sind da auch nochmal drin. Der Source ist in Python, PEP 8. Nicht schön, aber PEP 8, weil PEP 8. Und wer uns erreichen will, entweder hier ansprechen, wir sind auf jeden Fall da, oder halt über Twitter sind wir auch auf jeden Fall erreichbar. So, wir können mal zu Kibana selber wechseln. Schauen wir mal, ob ich das so einfach hinkriege hier. 3. Haha, ich bin gut. So. Das ist übrigens die Heatmap, die wir vorhin gesehen haben. Über, ich weiß gar nicht, letzten 30 Tage sogar, nur nicht mal einen Monat. Ich kann hier relativ viel suchen. Ich habe vorhin nach einem ganz bestimmten Zug gesucht. Ist immer ganz praktisch. Ich kann auf alle Daten zugreifen. Jeder kann auf alle Daten inzwischen zugreifen. Und sehe dementsprechend die Auswertungen. Haben wir irgendwelche coolen Auswertungen noch gemacht? Ich weiß gar nicht. Ah, aufs Dashboard, genau. Das ist jetzt über die letzten 30 Tage. Das hat uns übrigens auch erstaunt. Average Delay. Die Bahn ist gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Der Average Delay liegt irgendwie über das ganze letzte Jahr bei irgendwie unter 2 Minuten, wenn man alle Züge betrachtet. Und wenn man diese riesigen Abweichungen rauslässt, wie plus 32.000 Minuten Verspätung, die treiben das natürlich deutlich in die Höhe. Hat irgendjemand coole Ideen? Ich weiß es nicht. Wir haben was Ähnliches betrachtet und zwar Mike hat lustigerweise herausgefunden, dass am pünktlichsten ist die Bahn an Weihnachten. Aber grundsätzlich, man könnte sich eine Heatmap angucken und die Verspätungen punktuell betrachten. Dann sieht man es schon sehr deutlich und dann clustert es sich schon sehr deutlich. Großstädte sind sehr stark betroffen und so weiter. Also, und natürlich Osten, so Ruhrpott, dergleichen, ist immer irgendwie Verspätung. Ja? Eine Frage mal, die Karten-Heatmap. Das sind die Gegenden, wo Züge verspätet sind, oder das sind die Gegenden, wo Verspätungen
wir haben, um mal die Daten genau zu erklären, wir haben pro Punkt eine Verspätungsinformation. Das bedeutet, ein Zug verliert ja keine Verspätung über die Zeit hinweg. Wir betrachten einen Zug eine komplette Strecke entlang. Das bedeutet, er hat an mehreren Punkten die gleiche Verspätung. Diese Heatmap wird gebaut über durchschnittliche Verspätungszeiten an jedem Punkt. Das heißt nicht die Entstehung der Verspätungen, sondern die wirkliche aktuelle Verspätung. Ja. Jetzt wird es interessant. Ich weiß nicht, ob Kibana das kann. Nein, müsste man sich direkt die Daten angucken. Was wir uns auch schon überlegt haben, das Ganze mit Iris zu koppeln. Weil da ist die exakte Verspätung, also der Verspätungsgrund mit Timestamp drinnen. Das heißt, wir können einen Zug zuweisen, an welchem Punkt er war zu einer bestimmten Zeit und können da gucken, was dieser Grund für eine Verspätung ausgemacht hat im weiteren Verlauf. Also wir können auch zum Beispiel gucken, wie hat sich die Verspätung entwickelt über den Zugverlauf hinweg. Solche Dinge. Aber natürlich ist es so, wenn man sie aufsummiert, dann kriegt man über eine Strecke von einem Zug, kriegt man die Punkte raus, wo höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Verspätung existiert, weil die ja dann deutlich andersfarbiger werden, wie auch immer man das Farbschema dann macht. Aber das ist eine Idee, wo treten sie überhaupt auf, ja. Müsste man aber, glaube ich, mit einer Summe auch rauskriegen. Mal angucken gleich. Kannst du? Dann ja. Also nee, Visualisierung, genau. Dann ja, Natsuko. Okay. Das ist ein Tag. Ja, okay. Fragen zu grundsätzlich zu Daten? Das sind so, ja? Halt ihr da auch immer die aktuellen Daten mit rein, die ihr abgreift? Also kann ich davon ausgehen, dass die von vor 5 Minuten drin sind? Ja. Wir können ja mal einfach mal fragen. Ich nehme erst gleich. Ach so, Entschuldigung. Ob wir die Informationen reinpipen von den letzten 5 Minuten, also ob aktuelle Informationen da drin sind oder ob das veraltete Informationen sind? Ja? Die Datengrundlage ist der Zugmonitor, das ist der Regelverkehr normalerweise, ja. Es ist eine gute Frage, ob die damit aufgelistet sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das müsste, das sind so viele Daten, dass der Überblick nicht so ganz da ist. Man müsste mal die Produktklassen direkt plotten, also sich mal angucken, welche Produktklassen existieren dann überhaupt. Ich vermute, es könnte sogar sein, dass das Güterverkehr drin ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. In den Plusbereich ja, in den Minusbereich ist es eher unwahrscheinlich. Und nachdem wir Verspätungen haben, die plus 32.780 sind und minus 32.780, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die ihre Verspätungen als signed integer abspeichern mit 16 Bit und wir einen Overflow dann in dem Bereich haben und dann in den Minusbereich rutschen. Und das würde wieder den Güterverkehr sprechen, weil dann können sie einfach ihre Delays nicht korrekt abspeichern. Also die Überlegung war, dass die, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Züge nicht komplett durchfahren. Das müsste man sich mal angucken, wann, ob Züge abbrechen. Das ist, haben wir noch nicht. Es ist, die Daten sind da. Ja? Und eine zweite Frage, ich kenne das Kibana nicht. Es sieht aber relativ kompliziert aus.
Wäre es nicht irgendwie interessant, eine Webseite zu machen, die auch jeder Kunde der Deutschen Bahn bedienen kann, wo er seine Verspätung nochmal sozusagen dokumentenrecht verifizieren kann, falls er so ein bisschen Diskussion mit dem Kunden zu haben. Die Möglichkeit besteht, das Elasticsearch ist offen, ja. Also es ist genau, also das jetzt zu bedienen, ist dafür gedacht, ist es nicht gedacht ursprünglich. Das ist wirklich, dass man mit diesen Daten frei agieren kann. Ja, ist eine Überlegung wert, das zu machen, aber ich glaube, man kriegt die Verspätungen gerundet. Auch ich glaube, da gibt es diverse andere, die von woanders wo abgreifen. Aber das ist grundsätzlich auch möglich. Wer Lust hat, da eine Abfrage zu schreiben, ist offen. Wir, genau, also bei uns ist nicht so die Ambition da, weil, ja. Kannst du mal zurückgehen? Ich weiß es nicht genau, wann, zu welchem Zeitpunkt es war. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Nee, das ist das falsche zurück. Ich zeige es gleich an. Ich muss nur ganz kurz hier mal kurz suchen. Dann müsste man... Ja, das war jetzt ganz zurück. Ich kann diese Bedienung noch nicht. Ja, das da? Ah, nee, weiter links. Da ist hier? Das war Weihnachten? Ich vermute, das ist also das 1.1., das heißt, es ist kurz vor Weihnachten. 1.12., ja, das müsste so um Weihnachtszeit rum sein, wo sie mal... 24. und 25. Vielleicht weniger, also weniger Züge auf der Strecke, die verspätet sein können und dergleichen. Also bei dem 24. und 25., das sind, beziehungsweise auch der 23. glaube ich noch, ganz klar. Und der Witz ist aber, dass es dann danach zwischen den Feiertagen nochmal enorm ansteigt. Das heißt, das sind wahrscheinlich dann die Leute, die von ihren Eltern oder von dem Rest der Familie wieder nach Hause fahren. Also wenn ihr zu Weihnachten nach Hause fahrt, fahrt direkt wieder zurück. Bleibt nicht bei der Familie. Oder wenn ihr eine Ausrede braucht, dann habt ihr jetzt eine. Gibt es noch Fragen? Nicht? Okay, die Frage war, warum wir den City Nightliner zu den Intercities zählen. Machen wir nicht, macht die Bahn. Wir haben intern Produktkategorien, die sind, das sind 1, 2, 4, 8, dann kommen mal irgendwie so 16.337, warum auch immer. Und bei der 4 und der 8 werden Sachen zusammengefasst. Also da sind dann zum Beispiel irgendwelche Sachen aus Nordfriesland und allgemein dem Norden, was so regionale Bahn ist, was scheinbar noch die Bahn mitzählt, werden mit dem IC zusammengefasst, dann der CNL mit dem IC und EC. Die werfen das in den Daten zusammen. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank, dass ihr da wart.